Wenn keine weiteren Fragen mehr wären, würde ich gern fortsetzen mit dem kurzen Bericht aus der AG Berufliche Integration und Wirtschaft. Die AG hat sich beschäftigt zum einen mit der Fragestellung, wie kann es gelingen, niedrigschwellige berufliche Angebote für Zuwanderer zu machen, und zum anderen, wie kann das, was Zuwanderer an Potenzialen mitbringen, entsprechend so erfasst werden, dass auch der berufliche und die gesellschaftliche Integration davon profitieren. Hier sind zwei Projekte zu nennen. Einmal das Projekt Promi im Aufwind, Träger des Diakonischen Werkes, wo in enger Kooperation mit dem BAMF, Bundesamt für Migration und der Volkshochschule, entsprechend als Sprachkursangebote und berufliche Qualifizierungsangebote für Migrantinnen gemacht werden, mit dem Inhalt haushaltsnahe Dienstleistung für Senioren. Die Projekte laufen sehr erfolgreich. Von den Teilnehmern, die jährlich an diesem Kurs teilnehmen, wird ein Großteil anschließend vermittelt in weitere berufliche Qualifizierung oder auch zum Teil direkt in Anstellungsverhältnisse bei entsprechenden Trägern, die in dem Bereich tätig sind. Gott sei Dank ist hier die Kooperation zu zum Beispiel Altenhilfeeinrichtungen gelungen und dem Hausfrauenbund, die das ganz gezielt entsprechend umsetzen. Und ein weiteres Projekt, der Titel klingt etwas spannend, etwas akademisch jetzt: Bestandsaufnahme und Schaffung einer öffentlichen Plattform der Instrumente und Angebote für die Potenzial- und Kompetenzfeststellung der Migranten. Das ist einfach eine Fragebogenabfrage der verschiedenen Berufsbildungsanbieter. Was macht ihr, um das, was Zuwanderer an Kompetenzen mitbringen, zu erfassen und entsprechend diese Zielgruppe so zu beraten? Weil wir haben da ein großes Defizit festgestellt im Kreis, dass hier nicht nur Instrumente fehlen, aber auch eine Übersicht fehlt, was an Angeboten am Kreis gibt. Das ist jetzt keine originär kommunale Aufgabe, es ist eher eine Aufgabe, die, was sag ich, der Bundesagentur oder dem Jobcenter zuzuordnen sind. Die sitzen auch selber in dieser Arbeitsgruppe mit drin, und deshalb hat man sich entschieden, diese Befragung ganz konkret zu machen, um zu gucken, was findet an Angeboten statt, und das auf so eine Art und Weise auch zu sammeln, dass es zukünftig weiteren Nutzern zur Fachberatung zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist die AG der beruflichen Integration. Im Rahmen dieser AG, die hier im Rathaus stattgefunden hat, wo Volkshochschule, wo auch die IHK mit vertreten war und auch der Arbeitgeberverband Metall mit vertreten war, hat sich gezeigt, dass das Instrument einer Arbeitsgruppe nicht unbedingt passend ist, um so ein Thema für so einen Prozess einer Modellregion zu bearbeiten. Auch hier waren die Teilnehmer sehr schwankend. Und in der letzten AG wurde diskutiert, inwieweit es nicht zielführender wäre, das Thema Integration zum Beispiel in bestehende Strukturen mit einzubinden, wie den Arbeitsmarktmonitor, wo entsprechend die Bundesanstalten mit vertreten sind, wo die Handwerkskammern und die Gewerkschaften mit vertreten sind, und da das Thema Integration mit entsprechender Priorität auch zu bearbeiten ist. Das wäre aber ein Thema, was nachher auch in das World Café gehört, weil das ja auch mit nachher in die Handlungsempfehlung mit einfließen muss sozusagen. Denn diese AG, so wie sie jetzt bestehen, das war eine Probephase im Rahmen der Modellregion. Wir müssen einfach gucken, setzen wir das sofort, mit welchem Handlungsschwerpunkt. Oder sagt man nicht, bei manchen AGs, die versuchen, die andere Organisationsform zu finden, um sie entsprechend umzusetzen, um das Thema zu behandeln. Ja, das soweit von meiner Seite als Bericht von diesen beiden AGs.